Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 mit Ada Morgan. Wir gehen weiter. Yay! Yeah. Oh, ich habe gar keine Munition mehr für die Waffe. Alles versoffen. Oh Gott. Den habe ich aber auch überhaupt nicht gesehen. Wo ist er denn, der alte Schlingel? Ah, weg ist er. Den habe ich ja mal 0,00 nichts gesehen. Ärgerlich. So, ich würde sagen, das kombinieren wir doch mal mit dem und dann nehmen wir das auch. Warum denn auch nicht, oder was? Natürlich, ne? Oh, ich muss näher ran. Alter, willst du mich hier verkackeiern, oder was? Ich muss nachladen, warte kurz. So, tschüss. Meine Fresse, du. Green Crown nehmen wir eine Runde. Der hat absolut nichts für mich, okay. Sorry, Hot Boy. Ganz schön hot hier. Mal hier auch gucken, ob da irgendwas liegt oder so, ne? Es wirkt jetzt nicht so. Na gut. Okay, lass mich kurz mal gucken. Hier ist a little door. Da gehen wir mal rein. Eine weitere Blendgranate. Ich bin begeistert. Entzückt bin ich. Ach, weißt du was? Halt doch deine Schnauze. So. Mal kurz gucken. Da geht's einfach nur da hoch. Kleines Bürochen. Schick und fein. Bisschen Munition. Auch sehr schick und sehr fein. Naja, hier musste man mit Leon ja auch was machen. Ja, richtig. Ja, war man ja auch. Ne? Musste man was holen. Dann hier zack, bum, peng. Und dann Lodi Karodi. Ne? Weiß Bescheid. So. Ich habe sehr viel Dragonfly-Munition, möchte ich meinen. Ich habe auch sehr, irgendwie könnte man meinen, es ist etwas viel Blendgranaten in meinem Inventar. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Hier bin ich aber korrekt, richtig. Sie kämpfen ja schon. Enderhaken. Oh. Mein Gott, ey. Das mit diesen scheiß Quicktime-Events immer, ne? Ich will mir die eigentlich genüsslich angucken, setz mich hin, Controller gar nicht in der Hand und so. Und schwupps. Verlangen die von dir, dass du da was drückst? Wo kommen wir denn da hin? Mann, oh. Und dann immer auch die Scheiße, dass die nicht die Controller-Buttons ja, ne? Aber jetzt. Kennen wir ja schon, deswegen eigentlich kann ich drüber quatschen, ist ja egal. Das sah ohne Witz. Das sah doch im Hauptspiel besser aus, oder? Oder ich bilde mir das ein. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less.
Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Und schwupps, da sind wir wieder weg. Ciao. Und damit sind wir auch mit Kapitelos 54 fertig, ne? Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. So, ich wollte sie ja nicht unterbrechen, tut mir leid. So, jetzt können wir weitermachen, ne? Cool. So, das ist Bericht Nummer 4. Jetzt werden wir nochmal speichern. Und dann geht's weiter. Nämlich mit Kapitel 5. Kapitel 5. Oh, so schon hier. Report. Time is almost up. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Also ich meine, sie besorgt ja die Probe. Ne? Aber sagen wir es mal so auf ihre eigene Art und Weise. Okay, ich guck jetzt mal, wie viel Kohle habe ich. Ich kann den XXL-Aktenkoffer kaufen. Das Problem ist, ich würde mir ganz gerne auch das hier kaufen. Das kriege ich aber nicht hin. Ja. Also jetzt könnte ich mir zumindest den immer noch nicht kaufen. Mir fehlen 300. Das ist also lächerlich. Das ist lächerlich. Ne? Lächerlich. Dafür brauche ich... Okay. Dann müssen wir erstmal so weitermachen. Hä? Okay, noch ist das alles ja anscheinend gut dabei. Ah. Okay. Da müssen jetzt auch mal... Oh Scheiße, ich hab daneben geschossen. Alter, wie viel hält denn der aus? Aha. 7 Stück. Ein bisschen viel, finde ich. Was er aushält. Ich
So, wir müssen uns natürlich erstmal alles irgendwie klauen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich habe nämlich jetzt zumindest schon mal genug, um mir den großen Aktenkoffer zu kaufen. Es kommt noch ein Händler. Vielleicht kann ich mir dann noch die halbautomatische Dingsbums kaufen. Der ist halt schon wichtig. Wahrscheinlich ist er nicht wichtig. Für mich ist er schon wichtig. Ich finde, das ist eine wichtige Sache. Ja. Jetzt kann ich die Sachen auch ein bisschen vielleicht anders anordnen. Ich muss mal kurz gucken. Ich könnte jetzt den nämlich einmal so drehen. Ja, dann könnte ich die einmal so machen. Dann könnte ich nämlich die schön hier so... Ja, ist doch toll, ist das doch, ne? Ja, toll, toll, toll. Alter, wie viel ich von diesen scheiß Granaten habe. Das ist unglaublich. Ich muss da, glaube ich, mal ein paar von benutzen. Es geht nicht anders. So, krass. Mhm, ist schon ordentlich. Dankeschön, Meister Kleister. Bye. Wir könnten uns heilen. Ich kann es einfach lassen. So, ich komme hier auf jeden Fall hoch. Dann werden wir das auch mal tun. Ich glaube, das hätte ich in die Lux-Statue einsetzen können, wa? Wahrscheinlich. Naja. Ah, Pfeile, immer gut. Pfeile, ah, immer gut. Okay. Erstmal einen Schritt zurückgehen. So. Okay, der ist tot. Oh, Alter. Die singen aber auch immer, ne? Aggressiv. Gut, weiter geht's. Fuck you, Bitch, Alter. Okay. Es reicht's. Freundchen. Ah, merkt ihr das? Mal schnell hier hoch. Kann ich auch mal eben die Waffe wechseln? Oh, hier ist noch so ein Typ, Alter. Geh weg. Yo, kannst du wieder runtergehen? Tschüss. Alter, der ist ja wohl verrückt. Ich glaub, Fakt. So, kapau. Lag das gerade auch schon? Manchmal bin ich sehr eingeschränkt, was mein Sichtfeld angeht, offenbar. Was haben wir mit ihr schon mal auf jeden Fall den XL-Koffer? Der XL-Koffer ist schon mal eine gute Sache, so generell für Dinge. Ja, bin ich schon. So. Ach, guck mal, hier ist das noch zu. Okay. Ah. Okay.
Wir haben es minimal eilig, deswegen machen wir es mal eben so, ne? Schnell. Wir wollen uns hier auch gerne neue Sachen holen. Ja, lässt sich nicht öffnen, doof jetzt. Oh shit. Nee, ungeil. Weg. Okay, der ist tot. Kann ich hier auch irgendwie wieder raus, Alter? Ich weiß es nicht. Als ob. Okay. It's time to shine. Na, wollte ich mal gesagt haben. Mhm. Oh Gott. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh Mann, Alter, geht mir doch nicht auf den Keks. Was ist denn los mit euch? Na, können wir weggesteckt, wie es scheint. Oh, Alter. Ihr geht mir echt ein bisschen auf den Sack gerade, ne? Also, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. So, tschüss. Na ja, schmeißt du da oben mal mit deinen... Da. Ist der blöd, Alter? Man würde ja mal noch fragen dürfen, ne? So, mal eben nachladen und tschüss. Nichts wie weg hier. Na klar. Tschüss. So. Eine Handgranate nehmen wir mit. Also, muss er hier einmal runter, richtig? Muss ich den wieder betätigen? Oh Gott, Alter. So, Schnuckel, jetzt stirb. Hm. Ja, danke. Gut, ja, ja, gut. So eine Handgranate können wir mitnehmen. Nö, da muss ich eigentlich nicht nochmal hin. Okay, wir gehen jetzt hier durch. Wahrscheinlich wird das genau der gleiche Spaß werden wie mit Leon auch. Alter. Irgendeiner von da oben ballert hart. Machen wir so, auch gut. So, jetzt werden die alle weggebumst. Jetzt habe ich Schnauze voll, du. Halt deine Fresse. Okay, halt sie. Doch, halt sie bitte ganz kurz. Ich muss hier rein. Oh Gott, nee, scheiße, das ist ungut.
Ist er tot? Als ob er noch nicht tot ist. Oh. Warte mal kurz. Alter. Blöden kleinen Heckenpenner. Okay. Der mir schon mal nicht mehr auf den Keks. Oh Gott. Mann, Alter. Also bis hier kommt man auf jeden Fall. Relativ easy sogar. Man muss halt nur dann gucken, wie du weiterkommst, ne? Das ist immer so das Problem. Weil der dicke Typ ist natürlich ein bisschen schwierig. Oh, man muss nachladen. Oh, nee, Alter. Okay. Und schau. Alter, als ob der das... Also... Ja, wir müssen jetzt mal gucken, ne? Ein bisschen hier... Die Handgranaten gut beieinander behalten, sag ich jetzt mal. Die werde ich einfach für den dicken Typen einsetzen mit seiner fetten Wumme. Kann er mich mal. Warte mal, ich kann da runterklettern. Da sind doch bestimmt Items. Klar, Alter. Hier war ich da auch mit Leonse. Die holen wir uns mal eben noch. Ist immer eine feine Sache. Oh Gott. Warum ist hier denn ein Typ drin, Alter? Was macht der hier allein in seinem komischen Zelt? Dieses Ferkel. Das nehmen wir mal. Einen haben wir noch. Ist okay. So, wir gehen mal kurz hier rein. Nummer 1. Als ob. Okay. So. Fuck you, ey. Obwohl, eigentlich könnte ich versuchen, den jetzt auch schon zu killen, weil dann geht er mir gleich nicht mehr auf den Sack. Wird. Okay, warte mal.
Hacke. Kopf kaputt. Sehr gut. Jetzt gehe ich schnell hier unten lang und hole mir den ganzen Shit. Da ist nix. Hier ist noch was. Ja, okay, dann können wir jetzt auch hier hochgehen. Obwohl die andere Seite natürlich auch schon nicht blöd wäre. Ich glaube, der kommt immer da, wo du bist, kann das sein? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Der hält auch übelst was aus, ne? Also er hält leider wirklich zu viel aus. Okay, der anscheinend nicht. Das ist okay. Er hat nichts gesagt. So. Push this button. Hier runter. Einmal nachladen. Dann würde ich sagen, müssen, also was heißt, würde ich sagen, wir müssen sowieso auf der anderen Seite hoch. Also hier. Und dann den anderen Typen ausschalten. Der wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich habe leider keine. Doch, ich habe noch zwei. Okay. Okay. Oh, ihn habe ich vergessen. Dumm, 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 dumm. Dumm, die dumm. Immer noch still alive, der Boy. Okay, ich würde sagen, wir kombinieren das und nehmen das einmal. Ja. So, pass auf jetzt. Okay, Tür kommt, Tür kommt, Tür geht auf. Wo war der? Nice. Okay, wir laden mal alle einmal Waffen nach. Damit die einmal komplett full jetzt sind. Machen wir mit der natürlich auch. Zack, da unten liegt noch Munition, leck mich am Arsch. Juhu, geschafft. Geben Sie mir diese Munition bitte, Dankeschön. Okay. So, dann. Gehen wir hier rein. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.